Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel, ich bin's wieder Elias und heute habe ich ein weiteres Video für euch. Und zeigt sich heute, wie ihr Story-Charaktere im Multiplayer spielen könnt nach dem Patch 1.06. Ich weiß, das Video kommt ein bisschen spät, aber ich wollte es halt unbedingt mal bringen. Und ja, was ihr verbraucht, ist ein Programm. Das Programm heißt NetTools, es ist ein Lex-Switch. Ihr könnt natürlich auch sämtliche andere Lex-Switch benutzen, aber dazu komme ich wahrscheinlich später. Und ja, was ihr machen müsst, ist einfach nur eine Lossitzung. Dann müsst ihr Start drücken und dann auf den Game Store gehen, aber nicht bestätigen, sondern jetzt müsst ihr am PC gehen und dort etwas machen. Wenn ihr euch das Programm NetTools runtergeladen habt, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, tue ich natürlich jetzt nicht zeigen, wie ihr das runterladet, dann öffnet ihr das Programm ganz einfach und wenn ihr es geöffnet habt, dann geht ihr auf Start, Network Tools und dann PHD Flopper öffnen. Ihr müsst es einfach nur ein bisschen suchen, das ist weiter unten, also einfach nur genau das machen, was ich mache. Und wenn ihr es gefunden habt, dann öffnet ihr einfach so ein kleines Fenster und dort müsst ihr dann Folgendes eingeben. Und zwar ist es bei dem ersten, in der ersten Zeile 27.27.27.27, also viermal die 27. In der zweiten Zeile müsst ihr das Wort Data kopieren und es ganz, ganz oft einfügen. Also ihr kopiert es einfach, drückt dann STRGC und tut es dann ganz, ganz oft mit STRGV einfügen. Also sprich, ihr haltet STRGV gedrückt, das macht ihr ungefähr 15 Sekunden lang, damit das Wort wirklich ganz, ganz oft in der Zeile da steht. Falls ihr das zu kurz macht, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall die Zeit und kopiert es ein paar Mal rein, damit das alles nachher problemlos funktioniert. Ihr müsst keine Angst haben, das Programm irgendwie ein Virus oder so. Also ihr könnt euch problemlos runterladen, wie schon gesagt, Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr es gemacht habt, dann tut ihr den Riegel auf ganz hoch drücken, beziehungsweise hochziehen, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann drückt ihr einfach nur Start und dann müsst ihr 10 Sekunden warten, bevor ihr dann hier auf eure Konsole A oder X drückt, weil das alles muss jetzt erstmal aktualisieren. Und sobald ihr da lange genug gewartet habt, dann drückt ihr eben A oder X drücken und gleich danach müsst ihr dann Start drücken. Dann auf GTA Online verlassen und dann könnt ihr den Lex-Switch wieder ausmachen, also bei dem Programm wieder auf Stopp drücken. Habe ich jetzt schon ein bisschen vorher gemacht, aber das dürft ihr eben nicht machen, sondern sobald ihr erst auf GTA Online verlassen gegangen seid, dürft ihr den Lex-Switch dann ausschalten. Weil dadurch, dass es jetzt gelaggt hat, hat es euch ein bisschen Zeit gegeben und ihr seid nicht sofort in den Game Store gekommen, sondern ihr hattet noch ein bisschen Zeit, eben, dass ihr GTA Online verlassen könnt. Und das macht ihr dann jetzt eben. Wenn ihr dann im Game Store seid, dann geht ihr einfach wieder aus dem Game Store raus, wie ich es gerade gemacht habe, mit B oder Kreis. Das ist natürlich scheißegal, es geht natürlich auch auf der PlayStation. Bitte fragt mich nicht, auf welcher Konsole das alles geht, weil es geht auf beiden Konsolen, ihr müsst da keine Angst haben. Falls ihr jetzt spawnt und ihr könnt euch nicht bewegen, dann ist das scheißegal, weil ihr habt trotzdem alles richtig gemacht. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist nochmal in den Game Store reinzugehen und dann wieder ganz normal aus dem Game Store rausgehen und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Das war's eigentlich mit dem Glitch. Ich erkläre euch jetzt noch kurz, was der Lex-Switch eigentlich bringt und was ihr damit gemacht habt und was es eigentlich genau ist. Der Lex-Switch sorgt einfach dafür, dass euer Internet langsamer wird. Ihr könnt euch natürlich auch was downloaden oder irgendwas finden, damit euer Internet anfängt zu laggen, weil dadurch habt ihr dann eben Zeit gewonnen, weil dann haben die Server dann nicht sofort wahrgenommen, dass ihr in den Game Store gehen wollt und dann hattet ihr eben noch genug Zeit, den Story-Modus bzw. den Multiplayer-Modus zu verlassen, dann seid ihr in beides gleichzeitig reingegangen. Also ihr habt in den Game Store, ihr seid in den Game Store gelangt und seid dann gleichzeitig noch aus dem Multiplayer-Modus rausgegangen. Ist ein bisschen komisch zu verstehen, aber es hat auf jeden Fall dann funktioniert, falls ihr es so weit gebracht habt wie ich. Falls es nicht funktioniert hat, dann macht es einfach nochmal. Also ich wiederhole nochmal, der Lex-Switch hat einfach nur gebracht, dass euer Internet laggt, damit ihr dann eben GTA Online verlassen könnt, nachdem ihr in den Game Store gegangen seid. Deswegen müsst ihr das ziemlich schnell machen. Ihr seht jetzt hier, ich bin im Multiplayer-Modus gespawnt. Ihr seht, da hinten rechts sind die anderen Spiele und jetzt auch noch die anderen Missionen. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Es war wirklich eine Menge Arbeit, das alles zu machen. Bitte bewertet dieses Video, falls es euch gefallen hat. Diskutiert mit mir in den Kommentaren, was ihr von solchen Glitches haltet und von dem Programm. Falls ihr da irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mich ja einfach in die Kommentare. Und das war's wieder von mir. Ich bin wieder weg. Ciao, haut rein.